Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Gestern habe ich 4 Kilo Kartoffeln aus unserem Garten verarbeitet für einen Kartoffelsalat. Und den Kartoffelsalat habe ich in 2 Varianten angekocht. Einmal mit bisschen Speck und Sauergurken und zweites einfach nur mit den Zwiebeln. Mehr nichts. Und bitte, sagt ihr nicht, das ist das Rezept für die faulen Frauen, weil wir sind faul, im Winter Kartoffeln zu kochen. Ist das gar nichts wahr? Das ist keine Arbeit für die faulen Frauen, ganz ehrlich. Da erstmal steckt man viel Arbeit drin. Es ist so, dass mal, wenn man Garten hat und Gemüse rausholt, möchte gerne die auch behalten und nicht vergammeln lassen. Und wir haben schon nicht schlechte Keller, aber den Kartoffeln bis früher halten die nicht durch. Irgendwie bis Weihnachten und dann fangen die schon richtig stark zu keimen. Und das ist dann schade, wenn dann kann man gar nichts nutzen. Teilweise kommen dann schon so eine Keimen, das ist sogar zum Einpflanzen nicht besonders gut. Und deswegen habe ich jetzt dieses Jahr entschlossen, nicht nur Kartoffeln einfach so ganz oder in Scheiben einkochen, sondern auch fast wie so Salat auch einkochen. Die Idee habe ich bekommen von meiner Zuschauerin. Ich habe mit ihr hin und her geschrieben und sie hat mir geschrieben, dass die macht diesen Salat auch schon seit mehreren Jahren und es funktioniert sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich jetzt auch ausprobiert und werde dann sehen, wie es das wird. Habe ich auch schon ein Gläschen aufgemacht. So sieht er aus. Ich habe schon ein bisschen grüne Schnittlauch drauf gemacht und ein bisschen Pfeffer. Kann man auch noch Öl reinmachen oder Mayonnaise dazu geben. Dieser Salat ist es wie ein Grundsalat und danach kann man ihn aufpeppen, wie man mal gerne möchte auch. Ja? Mal mit Ei, mal vielleicht Apfel reinschneiden. Oder Schinken reinschneiden, Fleischwurst. Es ist wirklich so vielseitig dann verwendbar. Ich mache gerne auch in Kartoffelsalat, wenn ich einkoche, Möhren und Kohlrabi in Streifchen. Mische darunter, es schmeckt so lecker mit Kartoffelsalat. Und deswegen, es ist nur eine Grundlage. Und dann kann man unterschiedliche Salate machen und ziemlich schnell. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gläschen davon aufmache und Gläschen von meinen Möhren und Kohlrabi, habe ich schon größere Schüssel Salat. Bitte schön, brauche ich nicht mal dann Herd anmachen. Und habe ich sozusagen an einem Tag gut gearbeitet und danach habe ich es weniger Arbeit und ich denke sogar weniger Energie verbraucht, wenn ich auf einmal gleich 4 Kilo koche oder jedes Mal so 300 oder 500 Gramm koche mir für Salat. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch es Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Als erstes werden wir Kartoffeln kochen. Habe ich den Kartoffel gut sauber geschrubbt, abgewogen und ich werde 4 Kilo Kartoffeln verarbeiten. Jetzt erstmal gar kochen, schälen und in Scheibchen schneiden. Koche ich Kartoffeln im Salzwasser. Kartoffel ist gekocht, geschält und in so eine Scheiben geschnitten. Ich habe die Scheibe nicht zu dünn gemacht, dass die danach nicht sozusagen nicht auseinanderfallen und wir haben dann nicht Kartoffelbrei in unserer Gläser. Relativ dicker gelassen. So, und ich möchte gerne in 2 Varianten ankochen. Einmal gebe ich dazu Schinkenspeck, Salzgurken, besser sagen Essiggurken, das sind. Und in andere werde ich nur Zwiebeln und Schnittlauch dazu geben. Bei dem Speck gebe ich die weiße Zwiebel und bei dem zweiten gebe ich die rote Zwiebel. Wir werden erstmal die eine Variante fertig machen und dafür müssen wir ein Herd gehen und unsere Marinade dazu fertig machen, dass wir in den Kartoffel reingeben können. Als Gemüsebrühe
kann man Gemüsebrühe, Hühnerbrühe, Rinderbrühe, egal was ihr da so nimmt. Ich werde einfach mit meinem getrockneten Gemüse das machen. Ich habe jetzt hier vorbereitet mir 350 ml Wasser. Ich denke, wird das reichen und gebe da so ein Esslöffel Gemüsebrühe. Und danach werden wir das kochen und das gibt einen ganzen Geschmack von dem Gemüse in die Marinade. So, jetzt gehen wir erstmal ans Herd. Nehmen wir ein Töpfchen und geben wir ins Töpfchen so ein, zwei Esslöffel Öl. In meinem Fall habe ich jetzt diese gute Rapsöl genommen. Wirklich ganz, ganz wenig. So eineinhalb Esslöffel. So, Öl ist jetzt heiß, geben wir Speck. Ich will das nicht richtig anbraten, sondern ganz ehrlich nur einschmoren, weil wir brauchen keine harten Speckwürfelchen in unserer Salat. Und jetzt gebe ich gleich den Zwiebel rein und erstmal anschmoren. Zu der Brühe gebe ich auch noch Senfkörner. Es kann man auch Senf zu den Salat geben. Ich mag das gerne lieber, wenn wir dann Gläschen aufmachen, dann kann ich mir Senf und Öl anrühren und zu den Salat einfach ein bisschen aufpeppen. Jetzt für diesen Geschmack möchte ich gerne aber trotzdem diesen Senfgeschmack haben, gebe ich nur die Senfkörner. Aber dass die nicht da lose sind, dass ich dann später kann die rausnehmen, gebe ich einfach in einen Teebeutel. So. Zumachen mit dem Zahnstocher befestigen. So, haben wir fertig. So, unsere Aufgabe ist, dass den Zwiebel gar wird. Das ist sehr wichtig, wenn wir wollen, dass unsere Gläser nicht hochgehen. So gebe ich jetzt diese Beutelchen mit Senfkörner und die Brühe. Umrühren. Und lasse es alle so 10 Minuten köcheln. Einfach langsam köcheln lassen. So, er köchelt jetzt schon 10 Minuten. Jetzt können wir dazu geben, klein geschnittene Gurken. Die Mähne von der Speck und Gurken könnt ihr selber anstellen, wie viel ihr das wollt. Nicht unbedingt, was ich im Rezept schreibe. Ich habe jetzt ein halbes Kilo genommen für 2 Kilo Kartoffeln. Kann man auch weniger nehmen. Und ich gebe noch dazu ungefähr so 120 ml den Sud von den Gurken. Weil hier in diesem Salat kommt kein Essig. Es ist genug dann Säure von den Sauergurken und die Brühe von den Gurken. So, jetzt können wir auch gleich anwürzen und das Ganze nochmal aufkochen. Ich gebe noch ein bisschen Muskatnuss. Zu dem Kartoffelsalat passt es gut. Pfeffer. Und Salz nach Geschmack. Lassen wir das aufkochen und probieren wir. Dann können wir immer noch nachwürzen. So, und wenn es schon richtig aufgekocht ist, können wir schon über den Kartoffel geben. So, es köchelt alles. Und jetzt können wir alles über den Kartoffel geben. Suchen nach den Beutel mit Senfkörner, den holen wir raus und werden wir alles umrühren. Die Brühe habe ich probiert, so wie ich es gemacht habe, nach meinem Geschmack ist sehr gut. Und ihr probiert bitte selber und schmeckt ab, so wie es euch schmeckt. So, alles umgerührt. Und jetzt lassen wir unseren Salat so ungefähr so 30, 40 Minuten stehen und ein bisschen ziehen. So zwischendurch kann man ein-, zweimal umrühren, dass die Brühe, was unten steht, auch die Kartoffel in diese Brühe wälzen wird. Stellen wir es an die Seite
und werden wir unsere zweite Variante machen. Die zweite Variante ist viel einfacher. Ich nehme gleich die gleiche Töpfchen, gebe wieder 1-2 Esslöffel Öl, nicht mehr, aufwärmen und den Zwiebel anschwitzen lassen. Und genau so das gleiche werde ich auch die Brühe zubereiten. Ein Esslöffel von meiner getrockneten Gemüsebrühe, heißes Wasser, nicht braten, nur anschwitzen lassen. Ich werde die gleiche Beute mit Senfkörner reinmachen. Es wird noch reichen, noch für eine Marinade kochen. Dann mit der Brühe übergießen. Kann man auch gleich ein bisschen Salz dazu geben. So, und lassen wir 10 Minuten köcheln. Danach nur ein bisschen mit Pfeffer anwürzen, mit Muskatnuss und können wir dann schon über unsere Kartoffel drauf geben. So, die 10 Minuten sind wieder rum. Erstmal hole ich meinen Beutel hier, schon richtig verkocht. So, geben wir jetzt Essig dazu, aber Essig gibt ihr nicht gleich sofort alles. Gebt ihr etwas und dann probiert ihr. Dann mit Pfeffer anwürzen, Muskatnuss und ich gebe noch ein bisschen Paprika-Rosenschaft. Probieren wir nach Essig und nach Salz. Ich glaube, ich habe mir 70 ml abgewogen, aber habe ich nur 50 ml dazugegeben und werde nichts mehr reinmachen. Sonst wird das zu säuerlich. Alles zum Schluss gebe ich noch ein bisschen Schnittlauch. In meinem Fall ist es gefroren. So 2 große Esslöffel. Und das kann schon alles über den Kartoffel geben. So, geben wir es alles über den Kartoffel. Und lassen wir unseren Salat jetzt auch ungefähr 30-40 Minuten erstmal ziehen. Und dann können wir das alles in unsere Gläser auffüllen. Die Gläser habe ich alle schon heiß abgekocht, stehen die fertig. So, es sind jetzt 40 Minuten vorbei. Zwischendurch habe ich immer wieder umgerührt, so 2-3 Mal, glaube ich. So sieht er aus. So, und jetzt füllen wir in die Gläser. Ich fülle in 2 Sorten Gläser etwas kleiner, wenn es mal nur wirklich eine Portion will, mal haben. Oder sozusagen kleine Mine. Und so eine Gurkengläser, diese 720 ml, fast bis 800. Die sind 350 ml. Und jetzt füllen wir das alles auf. Schön schütteln, dass er sich gut legt, aber nicht zu toll drücken, dass wir dann keinen Brei haben. So, voll gemacht, aber nicht ganz voll, weil wir müssen das noch einkochen und unbedingt noch Rand lieber nochmal sauber machen mit dem Essig so abwischen. So machen, fertig für den Einkocher. Und so packen wir unseren ganzen Kartoffelsalat in die Gläser. So, die Gläser sind aufgefüllt. Schaut, so viele Gläser habe ich rausbekommen, reicht für den ganzen Winter. Und jetzt gehen diese alle Gläser bei 100 Grad für 120 Minuten in einen Kocher. Und dann nach 2 Stunden holen wir die raus, kühlen wir die ab und dann kann man die schon auf die Regal stellen. Aber natürlich werden wir einen aufmachen und auch probieren. So, ich habe jetzt die Gläser in einen Kochautomat gestellt und auf die zweite Reihe habe ich hier einfach von den Tortengitter draufgelegt, dass ich die zweite Reihe auch stellen kann. So, dann füllen wir Wasser, kalte Wasser, weil unser Salat ist kalt. Füllen wir aber so viel Wasser, dass die größte Glas 2 Drittel im Wasser steht. Das ist sehr wichtig. Die stehen fast
alle komplett im Wasser. Deckel drauf und stelle ich dann die Uhrzeit auf 2 Stunden bei 100 Grad. So, meine Lieben, unsere Gläser über Nacht standen hier auf dem Tisch und gut abgekühlt. So sieht er aus. Wenn ich sogar so schüttle, es geht nichts was kaputt. Schaut ihr, die Kartoffelblättchen bleiben die richtig schön ganz. Es ist gut. Da, wo die Sauergurken sind, ist auch mehr Brühe drin. In den anderen Sorten natürlich kaum Flüssigkeit ist, ganz bisschen unten. Liegt etwas trocken, aber das ist auch nicht schlimm. Alle Gläser richtig schön angezogen, könnt ihr immer probieren. Nur ein einziges wollte ich nicht. Aber ich hatte das gemerkt, schon beim Deckel zu drehen, dass was nicht gestimmt. Ja, schaut ihr. Er ist nicht richtig vakuumiert oder sozusagen, ja, nicht richtig zu. Und das ist auch nicht schlimm, weil ich möchte sowieso ein Gläschen jetzt aufmachen und euch zeigen, wie ist das so geworden. Nun probieren wir auch alle zusammen. Machen wir es auf. Ja, schaut, er ist ganz, ganz leicht aufgegangen. Und so ein Glas auf keinen Fall auf den Regal im Keller stellen. Und hier ist sogar auch sehr viel Flüssigkeit. Kann man die sogar absieben. Und dann nur Kartoffel rausnehmen. Und den Kartoffelsalat, jetzt kann man hier richtig schön aufpeppen. Schaut, ein bisschen so zusammen ist, aber ist nicht schlimm. Und jetzt kann man etwas Öl dazu geben oder sogar Mayonnaise dazu geben und auch was reinschnibbeln, wenn man so gerne möchte. Aber wir probieren jetzt den Salat einfach so. Wie schmeckt er? Ja, wie ganz normaler Kartoffelsalat. Kann ich jetzt auch nachwürzen, nach meiner Lust und Laune. Ich finde, es ist wirklich eine gute Alternative, die Ernte aus dem Garten haltbar machen. Und außerdem im Winter ist es, finde ich, auch praktisch, wenn man so Gläschen aufmacht oder mitnehmen kann sogar und aus dem Glas essen, wenn man zur Arbeit es nimmt. Kann man auch vorher Glas aufmachen und was dazugeben und zur Arbeit nehmen, geht es auch. Es ist wirklich so vielseitig verwendbar. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und einer oder die andere vielleicht probiert mit 1-2 Gläschen. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!